Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Forza Horizon Blizzard Mountain DLC und wir finden uns hier irgendwo auf dem Berg. Ich will noch kurz da hochfahren, denn hier irgendwo ist was. Ich mach mal. Ah, das Berg. Müssen wir wieder runterspringen, weil wir die viel Geschwindigkeit. Weiß nicht, ob ich den Auto hinkriege. So. Genau. Letzten Mal lief es nicht ganz so gut. Wir brauchten ein paar Versuche mehr, als es sein sollte. Ah. Ob wir das denn schaffen, weiß ich gar nicht. Deswegen hoffe ich, dass es diesmal besser wird. Wie viel brauchen wir? Vier Meter? Ich weiß gar nicht. 107. Können wir doch von dir machen. Palam, 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 pam, pam. Wir müssen das Ganze von hier, von der Seite machen. Ach komm, ich versuche es einmal. Ein Stern würde ja auch schon reichen, dann haben wir dann die nächste Runde erreicht. Aber wir wollen natürlich alle drei Sterne und ich habe mich gerade irgendwo verfahren. Weißt du, weiß, man sieht es nicht. Aber der Schnee sieht echt schick aus. Können wir mal hier vorne hinfahren, da irgendwo ist ja was. Was ist denn? Ist gerade vom Wind verweht. Irgendwo sollte eine Aufgabe sein, aber ich. Ach hier. Ach, da steht's. Wollen wir das mal machen? Ja, wir machen mal die Löffelliste. Ist schwer. Kann sein, dass sie ein bisschen länger dauert. Okay. Driften. Driften können wir. Mehr oder weniger. Wow, das ist ein riesiges Ding. Wie brauchen wir viele Punkte? Ah, Ziel 20 Drift. Das ist eine bestimmte Zeit, bis wir ankommen. Wir haben schon mal einen. Den zweiten und nur den zweiten, genau. Ich versuche es einfach mal so jetzt, weil ich habe keine Ahnung, wie weit wir sind. Yay, vier und nicht ins Wasser fahren, weil das ist nass und das ist nicht gut. Ach, komm, wir rasen mal durch. Wir haben es ja. Haben schon fünf, haben immer noch fünf. Der Schnee sieht schon schick aus. Macht echt Spaß, Lust auf Winter. Wir haben die Hälfte erreicht von Strecke. Kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Sehr schön. Komm noch zweimal und da hinten ist das Ziel. Und erreicht. Das sah ein bisschen kacke aus. Egal, wir brauchen jetzt nicht mehr in die Straße fahren, denn wir müssen jetzt nur noch ankommen und das sind knapp eine halbe Minute. Von daher ist es jetzt egal, wie wir fahren. Wir haben es ja gleich geschafft und das zum ersten Mal und auch gleich beim ersten Mal. Freut mich. Stand da schwer, aber hat gut funktioniert. Yay, wir haben neue Hupe freigeschalten. Ich brauche sie nicht, aber schön, wir haben sie. Nächste Runde. Die nächste Runde ist bereit, Boss. Alle Veranstaltungen stehen. Du weißt, was du zu tun hast. Wow. Also, wir sehen, wir haben noch massig viel zu tun. Machen wir erstmal das hier als nächstes. Yay. So, fahren wir dahin und gucken hoffentlich, dass ich nicht verpasse. Weil, ja, ziemlich weiß und, manchmal habe ich einen kleinen, naja. Aber nö, so soll es gut aussehen. Ich weiß aber nicht, ob das Auto viel Geschwindigkeit hat. Hoffen wir, dass es sehr steil ist, was hier ist, aber sieht nicht so aus.
Nein, wir müssen noch in ein Ort wiederkommen, was mehr Power hat. Definitiv. Aber wir haben erstmal 2 Sterne. Auch nicht schlecht. Nehmen wir erstmal mit. Gut, machen wir gleich mal das nächste Rennen. Fangen wir hier oben an. Dass wir uns mal auf irgendeine Runde festlegen und da mal irgendwie auf den grünen 2 kommen, um irgendwie das alles abzuarbeiten. Okay, abschließen. Check schaffen wir. Gewinn sollte drin sein. Landschaftsbau. Da weiß ich jetzt nicht so richtig, wie wir das machen, aber... Was? Wir haben den. Wir haben den und das sind echt krasse Monster. Ah. Okay. Bin ich mir auch nicht sicher. Oder den, ja. Das läuft ein bisschen zu krass. Den kam nicht richtig klar und... Wir nehmen mal den Warhawk. Ich weiß nicht, ob er gut ist, ob für das Rennen geeignet ist, aber wir geben ihm eine Chance. Ach ja, richtig, wir müssen eine Landschaft umbauen. Ich denke mal, grobe Sachen kaputt machen und hoffen, dass das dann dabei rauskommt. Natürlich jetzt im Winter schlecht, mit denen rumzufahren. Ah, hat kein Dach. Vorbeigefahren? Können wir so weit zurückspulen? Nein, wir können nicht so weit zurückspulen. Dann starten wir natürlich sehr gern und lieben gern gleich wieder den Veranstaltung Neustarten-Button. Den haben wir in der Zeit echt sehr lieb gewonnen. Der hat uns... Mit denen hatten wir sehr viel Kontakt. So, und jetzt sind wir noch einmal los und ja, großartig, sie holen wir das schön am Start gleich. Kennen wir nichts. Oh, den habe ich noch gar nicht. Kleinen Moment, wir machen noch kurz das Foto. Da ist er denn. So, zoomen wir jetzt großzügig rein und es war der. Ja, es war auch nur der. Wir brauchen noch 5 Stück, um die Zahlung zu knacken und da gibt es nochmal 30.000 Credits extra. Aber wir machen das nicht fürs Geld deswegen, wir machen es einfach nur, damit wir die Autos fotografiert haben. Oh, das ist einmal Landschaftsumbau, das ist schick. Wir sind was? Wir sind Zweiter? Ich dachte, wir sind Erster. Oh, da vorne ist einer. Hörst du auf, kommst zurück. Ah. Was haben wir da gemacht? Ah, das ist... Ah, komm. Wir können jetzt gleich nochmal von vorne starten. Und ich bin in den Fotomodus gegangen. Fotomodus, was stimmt mit mir nicht? Also starten wir die Veranstaltung. Lieben gern noch einmal von vorne. Und hoffen, dass wir es schaffen. Gut, Sachen kaputt machen, möglichst viel Sachen kaputt machen und das Ganze möglichst rasch auf den ersten Platz. Da steht einfach nur mal krass fett im Weg der Idioten. Verzeihung, die Idioten sage, aber ich mag die gerade nicht, weil sie meine Gegner und so. Ich habe auch die größten Respekt vor ihnen, natürlich. Ah, da habe ich es verpasst. Und schon wieder verpasst? Na, echt. Stunden später erscheint es. Stunden später. Hätten nicht die Antenne ein bisschen nach rechts winkeln, dann wird es schaffen und er fällt auch im Ohr. Ja, weil Allrad hat. Das ist mein Beweggrund. Wir haben 1. Wo sind die ganzen Punkte, die ich verpasse? Ich krieg's nicht hin. Ach, Leute. Blöder Blizzard. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Ich tue mich schwer, ich sehe das alles gar nicht so richtig. Okay, jetzt. Nein, wir haben immer noch 0. Und die Typen von der... Yay, und ich bin abgedrängt und... Ach. Ja. Das war jetzt mal so. Aber gut, wir sind immer noch Erster. Schön. Aber sie gehen mich auf, aber der Blizzard ist nach, die Sicht wird besser und ich kann gucken, was ich da... Ist das was zum Schneefahren? Schneefahren, ja, wir fahren Schnee. Ich meine natürlich zum Ski, Snowboard, whatever, sowas halt. Ich glaube schon, dass es so eine Piste ist. Aber ich will es kaputt machen, ich muss was kaputt machen, sonst klappt das hier alles nicht. Ja, wir haben
knapp die Hälfte rein erreicht und erst eine Wertung bekommen. Ha, schön. Oh Gottes Willen, nein, Auto gibt Gas. Komm, Gas. Mach's. Ich glaube, wir haben das Auto ein bisschen kaputt gemacht. Weil das fährt irgendwie total langsam jetzt gerade. Wir starten das Ganze nochmal neu. Waren so schöne Dinge dabei, die ich hatte, und dann waren wir leider außerhalb der Strecke und das hat alles nicht gezählt und das war alles große Kacke. So, haben wir schon mal die erste erreicht? Schön. Wir wissen ja, das Bild wird irgendwann besser. Oh, das war verzweifelt. Das war eine Verzweiflungstat. Ich dachte, das klappt. Ich könnte so leicht schnell kurz nach rechts, um alles wegwehen, was da so sich rumtreibt. Aber wie ihr seht, es hat nicht funktioniert. Habe ich es geschafft? Ah, ich dachte, ich bin vorbeigedriftet, aber... Jetzt? Nee. Ich verabschiede mich von der Kurve und fahre die einfach mal normal, dass wir halt Erster werden. Und dann noch ein bisschen Sachen kaputt machen können auf dem weiteren Weg. Ja, jawohl. Zwei. Das nicht, das war ein bisschen zu hart. Ah, Leute. Hast du auch nur so eine doof gefahrene Kurve? Aber die Sicht, sie wird besser und der Schnee ist ja echt krass hoch. Ich glaube, mit den anderen Auto wären wir deutlich aufgeschmissener gewesen. Wie fahre ich denn die Kurve bitte? Jedes Mal kriege ich von den kleinen dezenten Steinen. Das haben wir noch leicht touchiert. So, auch nach vorne, erster werden. Großes Ziel, wir brauchen noch zwei irgendwas kaputt machen. Nein, Verzeihung, drei natürlich. Aber wir müssen erstmal da ein bisschen unseren kleinen Rückstand. Der kracht aber auch jedes Mal so doof rein. Runter. Sieht auch nicht ganz so gesund aus, wie ich es mache. Aber ich glaube, viel anders geht's nicht. Okay, 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 okay. Und jetzt? Leider nicht. Echt, das auch nicht? Oh, schade. War vielleicht zu nah aneinander. Jetzt kommt er wieder, der Blizzard. Okay, noch eine, aber wir müssen immer noch Erster werden. Geh weg. Komm, schaff's. Oh, das ist ein knappes Ding gewesen. Jetzt. Er wollte mitfahren. Schlingel. Ah, spätestens hier hätten wir es geschafft, glaube ich. Oder da. Na gut, wären wir jetzt nur noch Erster. Oh, ich war ein bisschen... ich bin gerade ein bisschen angespannt. Oh, hier hätten wir auch nochmal was machen können. Weiß ich nicht, scheiße, ob man so schnell wie möglich schaffen will. Einfach ein bisschen Zeit lassen, nochmal durchatmen, sich vielleicht mal die ganze das angucken und dann findet man später eine Möglichkeit dazu. Gut, das war jetzt einfach, weil wir wissen, was wir machen müssen, Sachen kaputt machen. Easy. Aber es gab auch schon schwere Dinge, wo es einfach mal ein bisschen nicht funktioniert. Und das war sowas von der, dass es nicht funktioniert. Was für eine Aussicht, krass. Okay, Weg wissen wir, das ist die Richtung. Möglichst geradeaus nehmen und möglichst nicht lenken, denn sonst haut es nicht hin. Da bremst du wieder extrem ab, genau. Gucken, wo die andere Gänge ist. Boah, ich habe Angst. Komm, 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 komm. Boah, ganz knapp. Nicht um Haaresbreite, aber war schon ziemlich eng. Nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Geld bekommen. Erfahrungspunkte. Stufenaufstieg. Mal gucken, was wir gewinnen. Bin gespannt. Und... Na gut. 70.000. Und nochmal drei Sterne. Eins. Zwei. Und den dritten. Da ist er. Schönes Ding. Und nochmal 20.000 zusätzlich. Sehr schön.
Nochmal kurz durchatmen. Okay, was machen wir als nächstes? Ich habe es nochmal versucht und es hat einfach nicht funktioniert. Es war das gleiche Schauspiel wie vorher. Hier im Blitzer. Falsches Auto. Machen wir das hier. Kämpfen wir uns von oben nach unten durch. Mit DJ Spin. Ich habe eine kleine Info für alle auf Blizzard Mountain. Die Veranstalter sagen, ich soll eine Sturmwarnung ausrufen. Der soll wohl richtig fett werden. Aber wisst ihr was? Warum nicht? Lasst es schneien. Ihr werdet Spaß haben. Und dieser geht raus an alle Schneemänner. Let's go. Was nehmen wir da für ein Auto? Das frusst sich schon mal ganz schlecht. Wieso haben wir eigentlich drei davon? Ich habe keine Ahnung. Okay. Habe ich eigentlich gemerkt, was ich machen muss? Ich war gerade ein bisschen abgelenkt und ich glaube, ich habe es verpasst. Was soll ich denn eigentlich machen? Ah, okay. Viele Punkte. Einfach. Easy. Schaffen wir. Was ist das? Rundrennen. Easy. Ach. Muss auch um sein Riesending da in dem Weg stehen. Was ist denn das für ein Auto? Im Vergleich zu den anderen Dingen wirkt es ja als Spielzeug. Schön, wir haben schon mal 600 Punkte. Also wie ihr seht, wir haben sie gleich erreicht. Aber wir sind noch Leute und okay, jetzt kommen sie alle an und nerven total tierisch. Macht euch ab. Blöde. Okay, das sah schon mal deutlich besser aus. Wir haben auch nur die 600 Punkte. War das Auto mal groß und aktuell? Das ist ja total. Hallo? Wie? Ich fahre, ich gebe Gas. Ich werde langsamer, ich bleib gleich stehen. Hallo? Wie viel Geld? Wir haben erst ein Fünftel. Toll. Aber ich glaube, das wird auch nicht ein Auto, was ich ewig fahren werde. Ganz gut, macht das, was man soll, aber nicht so gut. Wir sind Siebter. Siebter. Und weit davon entfernt, erst an den ersten zu kreisen, erste Runde geschafft. Haben jetzt ein bisschen Luft, sage ich mal, und mal gucken. Ich bin total erschrocken, dass der kleine Schieb vor uns so gut mithalten kann. Jetzt mal ehrlich, hallo? Ich glaube, das muss ich nochmal neu starten mit einem anderen Auto, weil das ist echt so. Das nervt. Haha. Hab abgedrängt. Macht man nicht. Aber ich gebe Gas. Und alle kommen vorbei. Ja, dort. Ja, da. Und ich habe so ein riesen Ding. Muss ich doch mal was Leichteres starten. Ich dachte mal, ja, bitte halt mich auf. Stell dich nur im Weg. Der macht mich weich. Ich glaube, wir starten das ganze Ding nochmal und nehmen was anderes. Was ein bisschen leichteres, kompakteres. Wer weiß. Weil es war Straße. Ich drücke voll aufs Gas. Also mehr geht gar nicht mehr. Wir brechen das ganze Schauspiel an der Stelle ab, weil das ist echt so. Nee, wird nichts mehr. Ich werde garantiert nicht Erster, wäre nicht mit dem Auto. So. Wir reisen wieder schnell hin, machen das ganze Rennen noch mal erneut. Welches war es denn? Das? Ja, ich glaube, es war das. Ach komm, fahren wir so hin. Ja, wurde einfach nicht schneller. Das war ein bisschen, naja, sagen wir mal, großartig nervig. Oh, das ist ein Stein. Ach, ich dachte, ich kann euch mit Tor weghupsen, aber der war ein bisschen zu hart.
Na gut, jetzt erneut. Und wir sind gleich da. Und ja. Da läuft's mal. Ich dachte, es funktioniert und wird jetzt besser. Und dann sowas. Ärgerlich ist es. Ich weiß gar nicht, war es das Rennen? Ich bin mir nicht sicher. Nein, das war es nicht. Doch, das war's, oder? Nee, stimmt, das war's nicht. Weil bei den anderen müssen wir nämlich 250.000 erreichen und bei denen nur 200. Das war der Jeep. Ich glaube, das war der. Der sah total niedlich aus. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Alles nicht ganz meine Wahl. Ich schau mal kurz, was wir noch kaufen könnten. Was denn alles zulassen ist auf der Strecke. Mit dem Auto. Okay. Wir haben schön Angebot. Brauchen wir nicht. Den. Auch schick. Und der hat schon Winterreifen gehabt. Der hat schon Winterreifen und trotzdem so. Weißt du, Sage war der auch gar nicht mal so schlecht. Oder wir brechen das Ganze nochmal ab. Ich pimp den ein bisschen, mach den ein bisschen besser. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder und versuchen das Ganze nochmal erneut. Mal gucken, ob es dann besser läuft mit der Karre. Ich hoffe schon. In diesem Sinne, ich bedanke mich und natürlich das Ganze gerne. Viele, viele Daumen nach oben geben, liken, kommentieren und abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und würde mich sehr freuen, euch auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Forza Horizon 3 Blizzard Mountain DLC. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, euer Coachy. Bye!